Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute Abend wieder eine neue Folge unserer Sketchreihe Harald und Eddie. Eine neue Folge unserer Sketchreihe Harald und Eddie. Harald und Eddie! Eddie! Bitte sehr. Ja, sind Sie wahnsinnig geworden? Das sieht ja grauenhaft aus. Ja, besser ging's nicht. Eine Frechheit ist das. Ach was, das wächst sich raus. Sie sollten sich was schämen. Wieso denn? Sie sind doch hier in den Laden reingeplatzt und haben verlangt, dass ich Ihnen ganz schnell die Haare schneide. Weil ich es eilig hatte. Aber das ist noch lange kein Grund, jemand so zu entstellen. Ich frage mich, wie jemand wie Sie überhaupt Friseur werden konnte. Wieso Friseur? Ich bin von der Wäscherei und habe nur die frischen Handtücher gebracht. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Könnten Sie mir bitte eine Scheibe dieser Größe zuschneiden? Ist das Ihr Ernst? Ja, ich brauche sie für meine Haustür. Ja, aber warum haben Sie sie denn nicht ausgemessen? Ich habe keinen Zollstock. Ehe ich jetzt in die Stadt fahre, einen Zollstock kaufe, dann wieder nach Hause fahre, um die alte Scheibe auszumessen, dann wieder in die Stadt fahre, um sie bei Ihnen zu bestellen, ist das doch viel praktischer so. Ja, ja, aber wie sind Sie denn überhaupt in die Stadt gefahren? Mit dem Bus. Und wie haben Sie das Fahrgeld bezahlt? Meine Frau hat bezahlt. Nun machen Sie schon, mir schlafen die Arme ein. Ja, ja, gerne, aber ist das jetzt die Länge oder die Breite Ihrer Scheibe oder was? Die Höhe. Nun machen Sie schon, meine Frau kommt gleich mit der Breite. Na, bist du gut durchgekommen? Geht es Ihnen nicht gut? Sie kann im Moment nicht sprechen. Warum denn nicht? Sie hat das Wechselgeld vom Bus im Mund. Nun messen Sie schon die Scheibe aus. Ja, natürlich. Ja. Moment bitte. Bitte halten Sie mal. Ja. So. Entschuldigung. Nun machen Sie schon. Ich tue wirklich mein Bestes. Ja. Können Sie mir bitte freundlicherweise meinen Kugelschreiber reichen? Ja, wo ist der? Hinter meinem linken Ohr. Ah, ja. Ach. Nimm die Arme runter, du siehst idiotisch aus. Die ganze Idee war idiotisch. Gib's Geld her, komm. Wir gehen. Ja. Guten Tag. Guten Tag, Kapitän Drexler. Ich nehme an, Sie wissen, warum ich Sie zu mir gebeten habe. Nicht genau. Es handelt sich um Ihren Flug nach Australien am letzten Mittwoch. Wieso? Was war damit? Ist das alles, was Sie dazu zu sagen haben? Es war doch ein Routinenflug zwischen London und München, Auftrag in Dubai und dann durch bis Sydney. Sie sollten nach New York fliegen. Nach New York muss ich dauernd fliegen. Und deshalb sind Sie nach Australien geflogen? Ich war noch nie in Australien. Mit 487 Passagieren? Verstehen Sie doch, Herr Direktor, Frankfurt, New York, New York, Frankfurt und dann wieder Frankfurt, New York. Das ist auf die Dauer schrecklich langweilig. Außerdem, Australien ist wunderschön. Das Great Barrier Reef, das Melbourne, die Oper in Sydney, ein wundervolles Land. Was hat denn der Navigator dazu gesagt? Das war ja seine Idee. Was? Er war ja auch noch nie in Australien. Ich sehe hier, dass Sie außerdem eine unplanmäßige Landung in der Wüste Nalibor eingeschoben haben. Das war wiederum die Idee meines Co-Piloten. Das ist ein Safari-Fan. Das hätten Sie mal sehen sollen. Koalabärchen, Kängurus, Riesen, Eidechsen, alles in freier Wildbahn.
Und was haben Sie mit den 487 Passagieren gemacht? Wir haben Ihnen angeboten, mitzukommen, aber Sie wollten lieber im Flugzeug sitzen bleiben. Während Sie und die Crew ein Picknick veranstalteten. Wir mussten noch was essen und trinken. Wir waren schließlich mehr als 4 Stunden unterwegs. Sie sind nicht verheiratet, Herr Drexler? Nein, das hätte sich mit meiner Fliegerei nicht vertragen. Aber wie ich sehe, haben Sie eine Freundin. Ja, warum? Wo wohnt Ihre Freundin? Sie hat in Frankfurt gewohnt und jetzt wohnt sie in Sydney. Sydney in Australien? Ja, aber sie mag Sydney nicht besonders. Und da haben Sie sie zu einer Spritztour eingeladen? Nur ein ganz kleiner Umweg. Tahiti, Fidschi, Hawaii, Los Angeles und New York. Ja, wir sind schließlich doch in New York gelandet. Aber unglücklicherweise ohne die 487 Passagiere. Die sitzen immer noch in der Abflughalle in Sydney! Sieht nicht allzu gut für mich aus, was? Allerdings, Sie sind gefeuert. Tja, dann bin ich eben gefeuert. Noch eine Frage, Herr Direktor. Ja, Herr Drexler? Sie können mir nicht freundlicherweise ein Empfehlungsschreiben für eine andere Fluggesellschaft ausstellen? Nicht. Also nicht. Auf Wiedersehen. So, und was suchen Sie heute? Stillleben, Meister. Wie Sie wissen, liebe ich Stillleben. Hm? Wollen wir sehen, ob wir noch eins haben? Ja. Ah, Sie haben Glück. Oh ja. Und was kostet das? 1600. 1600 Mark? Aber ich habe doch erst kürzlich bei Ihnen ein ganz ähnliches Bild für 800 Mark gekauft. Brot, Messer, Flasche, Glas, Teller und ein Stück Fleisch. Ja, aber das war Schweinebauch. Das hier ist Rinderfilet. Oh Gott, quelle différence. Mein süßes kleines Mäuschen. Ich liebe dich. Guten Tag. Herr und Frau Petermann, nehme ich an? Ja, aber ich verstehe nicht, warum man uns hierher bestellt hat. Sie sind doch eine private Eheberatungspraxis. Richtig, aber alle 10 Jahre lässt das Familienministerium durch uns eine routinemäßige Eheuntersuchung durchführen. Bitte schön, die Frau. Herr Petermann. So, dann sagen Sie mir zunächst einmal, ob Sie glücklich sind. Ja. Ja. Wir sind sogar sehr glücklich. Warum betonen Sie das dann so? Ja, warum denn nicht? Wenn jemand nach 10 Jahren Ehe so betont glücklich ist, dann stimmt meistens etwas nicht. Was soll denn nicht stimmen? Na, so verkrampft, wie Sie da sitzen, da sagt mir doch schon Ihre Körpersprache, wie sehr Sie sich vor Ihrer Frau ekeln. Ich ekle mich doch nicht vor meiner Frau. Aber ich ekle mich vor Ihrer Frau. Das ist eine Unverschämtheit. Empfindlich ist sie auch noch, Herr Petermann. Sie sollten sich unverzüglich von Ihrer Frau trennen. Aber ich liebe meine Frau. Ich gebe Ihrer Ehe höchstens noch 2 Wochen. Hermann, lass dir das nicht gefallen. Ich werde Sie wegen Beleidigung vor Gericht bringen. Genau, bringen Sie sie vor Gericht. Und fordern Sie von ihr Wiedergutmachung für 10 qualvolle Jahre. Komm, wir gehen. Wohin sollen wir denn gehen? Ja, nicht Sie, meine Frau. Sie meinen Ihre Ex-Frau. Ja, meine Ex-Frau. Sehen Sie, jetzt hat er sich verraten. Wieso? Haben Sie nicht gehört? Er hat sie Ex-Frau genannt. Du hast mich Ex-Frau genannt? Ja, aber... Heißt es, du willst dich scheiden lassen? Von wem denn? Bitte sehr, er weiß nicht einmal mehr, mit wem er verheiratet ist. So schnell geht das. Moment mal! Und ich hab dir vertraut. Sehen Sie, Frau Petermann, so sind die Männer. Aber Mäuschen, bitte, lass mir doch erklären. Belästigen Sie diese Dame nicht, Sie Grabscher. Ich werde Sie beschützen. Elfriede! Du kommst jetzt auf der Stelle mit. Ich lass mich doch nicht von dir herumkommandieren. Entweder du kommst jetzt sofort mit oder... Sprechen Sie es ruhig aus, Herr Petermann. Sie wollen sie doch schlagen. Ich will dich nie wieder sehen. Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben, Sie Rohling. Frau Petermann, wollen Sie sich von Ihrem Gatten trennen? Ja. Und Sie? Ja, wenn meine Frau darauf besteht... Aber Trennung ist keine Lösung, Herr Petermann. Wie gut, dass Sie beide zur Eheberatung gekommen sind. Ihren Unterlagen entnehme ich, dass Sie Privatpatienten sind. Sie wissen ja sicher, was so eine Behandlung kostet. Jawohl. Also, Herr und Frau Petermann,
Wann hat das eigentlich mit Ihren Eheproblemen angefangen? Jemand hat mir meine Brieftasche gestohlen. Darf ich schnell mal Ihr Telefon benutzen? Ja, bitte, gern. Danke vielmals. Gratuliere, Herr Brinkmann. Es ist alles gut gegangen. Ja, da bin ich aber glücklich. Kann ich das Baby sehen? Das Baby, natürlich. Wir haben sogar eine Überraschung für Sie. Schließen Sie die Augen. Und jetzt Augen auf. Ich nehme das hier. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne ein Sparkonto eröffnen. Gerne. Anonym oder auf Namen? Auf Namen natürlich. Wie wollen Sie denn sonst wissen, dass das Geld mir gehört? Keine Angst, ich weiß das schon. Naja, Sie vielleicht. Aber was ist, wenn Sie mal krank sind oder frei haben? Meine Kollegen wissen das auch. An welche Summe hatten Sie denn gedacht? Moment mal, ja? Nicht so forsch. Mich interessieren vorher noch ein paar Details. Bitte, fragen Sie nur. Also, es gibt doch Leute, die Banken wie diese hier überfallen. Was passiert denn zum Beispiel, wenn so einer ausgerechnet mein Geld erwischt? Dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Haben Sie eine gute Alarmanlage? Selbstverständlich. Sehr gut. Und funktioniert die auch? Heute ausnahmsweise leider nicht. Die Elektriker verlegen neue Leitungen, aber sonst funktioniert sie immer. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Angenommen, ausgerechnet heute käme so ein Mensch hier herein und würde diese Bank überfallen. Tja, da wäre mein Geld doch futsch. Nein, unser Institut ist gegen Bankraub versichert. Das Geld, das ein Räuber erbeuten würde, bekämen Sie von der Versicherung ersetzt. Ah, heißt das also, dass all die armen kleinen Rentner, die ihr Geld hier auf der Bank liegen haben, auf gar keinen Fall einen Schaden erleiden würden? Ach, wenn ich es Ihnen doch sage. Dann bin ich ja beruhigt. Her mit der Kohle! Ich habe meinen Schlüssel stecken lassen. Bin gleich weg. Die Strafe müssen Sie trotzdem zahlen. Da könnten Sie nicht mal ein Auge zudrücken? Wäre noch schöner. Aber gnädige Frau, jeder macht doch mal einen kleinen Fehler. Im Halteverbot zu parken ist ein großer Fehler. Na ja, ich weiß. Aber Sie könnten doch ausnahmsweise mal Gnade vor Recht. Wenn Sie das wissen, warum sind Sie dann immer noch nicht weg? Ich kriege die verdammte Tür nicht auf. Lassen Sie mich mal. Bitte sehr. Ich sag's ja, die Polizei, dein Freund und Helfer. Vielen Dank. Und nichts für ungut wegen des Falschparkens. Hey, Sie! Sie haben Ihren Strafzettel vergessen. Halt! Halt! Das ist mein Auto! Ihr Auto? Dann bezahlen Sie mal ganz schnell die Strafe. Erbarmung! Mein Gott! Mein Autochen! Natürlich tue ich. Nein, das andere. Was, Liebling? Du weißt genau, was ich meine. Nein, ich führe keine Liste über Mädchen, mit denen ich was hatte. Natürlich tust du es. Alle Männer tun es. Los, zeig mir die Liste. Es gibt keine Liste. Wo ist sie, in deiner Brieftasche? Und da steht ich und schnüffel in meiner Brieftasche rum. Dann sag mir, wo sie ist. Es gibt überhaupt nichts Schriftliches. Deswegen habe ich in deiner Hose nichts gefunden. Du hast die Liste im Kopf, du Schlingel. Kann ich was dafür, wenn mein Gedächtnis so gut funktioniert? Ihr Männer seid doch alle gleich. Wie hast du die Namen geordnet? Alphabetisch, chronologisch, nach der Haarfarbe oder etwa nach der Oberweite? Hm? Nach der Blutgruppe. So, mein Herr, Ihre Rechnung bitte.
Ah ja, Sherry, Kaviar, Steinbutt, Rehrücken, Rotwein, Champagner, Mousse au Chocolat, Havanna-Zigarre, 2 Espresso. Hatte ich nicht nur einen Espresso, ich glaube. Was? Oh, ja? Das ist mir sehr unangenehm. Darf ich es korrigieren? Bitte, bitte, bitte. So, bitte sehr. Hat es Ihnen denn geschmeckt? Vorzüglich. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen, um genau zu sein, seit einem Jahr nicht mehr. Erinnern Sie sich nicht? Bedauere im Moment nicht. Das sollten Sie aber. Auf den Tag genau vor einem Jahr habe ich auch in diesem Restaurant gegessen, aber ich konnte die Rechnung nicht bezahlen. Erinnern Sie sich immer noch nicht? Ja, vage. Daraufhin holten Sie den Geschäftsführer, dann schmissen Sie mich raus, haben mich draußen auf der Straße verprügelt. Erinnern Sie sich jetzt? Ja, mein Herr. Es tut mir aufrichtig leid, dass das damals passiert ist. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Ja, holen Sie den Geschäftsführer. Aber warum denn? Ich kann wieder nicht zahlen. Der Nächste, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Setzen Sie sich bitte. Danke. Was fehlt Ihnen? Herr Dr. Burger. Ich habe eigentlich erwartet, Herrn Dr. Burger zu sehen. Ich werde immer von Herrn Dr. Burger behandelt. Ich verstehe. Aber der Herr Doktor ist im Urlaub, ich vertrete ihn. Also was immer Sie Herrn Dr. Burger sagen wollten, können Sie auch mir sagen. Hans-Georg, ich liebe dich. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Ob es Ihnen wohl möglich wäre, mir eine Frage zu diesem Buch hier zu beantworten? Was denn? Es handelt sich um Der Mord mit dem Kohlepapier. Sie wissen schon, von Peter Dominico. Ach Gott, ich habe gar keine Ahnung, warum wir den Mist überhaupt verkaufen. Nein, das Buch ist sehr gut. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Wissen Sie, alle mit dem Privatdetektiv Jacques Polarski. Ja, und? Er schafft es immer, den Mörder im letzten Moment zu entlarven. Gerade noch, bevor das Buch zu Ende ist. Also immer auf der letzten Seite. Tatsächlich? Ja. Und genau da liegt mein Problem. Sie fehlt. Wer fehlt? Die letzte Seite. Unmöglich. Doch, hier. So hört mein Exemplar auf. Nachdem Jack alle Verdächtigen in einem Raum versammelt hatte, zog er lässig an seiner Kippe, fletzte sich in einen Sessel und murmelte bedeutungsvoll: Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren, aber der Fall ist gelöst. Die Person, die den Professor umgebracht hat, ist... Ist wer? Keine Ahnung. Die letzte Seite fehlt. Augenblick mal. Ja, das Buch ist ja zum reduzierten Preis verkauft worden. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Aber Sie haben nicht zufällig noch ein anderes Exemplar? Doch, da drüben. Oh, danke sehr. Danke vielmals. Ja. Es macht 12,80 Mark. Wie bitte? Ich meine, wieso denn? Weil es die Seite 203 hat, deswegen. Aber ich bezahle doch nicht für einmal reingucken 12,80 Mark. Dann eben nicht. Wir sind keine Leihbücherei. Ich weiß sowieso, wer es gewesen ist. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Genau. Auf Wiedersehen. Wie ungezogen! Naja, es kommt eh nur einer in Frage. Der Einzige, der ein Motiv hatte. Wir wissen, dass er eine Kanone hatte. Wir wissen, dass er den Professor hasste. Und wir wissen, dass er deshalb mit seiner Frau schlief. Sammy Epstein. Falsch! Falsch? Aber wenn es nicht Sammy Epstein war, dann muss es... Augenblick, lassen Sie mich mal nachdenken. Natürlich, die einzige Person, die ein perfektes Alibi hatte, es war Mario de Silva. Ich werde es Ihnen vorlesen. Oh, bitte. Beginnen wir auf Seite 202 unten. Das kenne ich schon. Die Person, die den Professor umgebracht hat, ist... Ja? Sind Sie bereit? Ja, ja. Mitteilung der Verlagsleitung. Wie allen seinen Lesern bekannt sein dürfte, riss der Tod unserem Autor Peter Dominico die Feder aus der Hand, bevor er den Fall abschließen konnte. Herr Schirmer, Ihnen wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Würden Sie mir freundlicherweise mal erklären, wieso ausgerechnet Sie als Feuerwehrmann Ihr eigenes Haus angezündet haben? Ich wollte endlich einmal zu Hause arbeiten. Thank you.
machen Sie doch schon. Ja. Bist du's? Bist du's wirklich? Meint die mich? Ja, du bist es. Nein, er ist es nicht. Doch. Putzel. Putzel? Na, dass ich dich hier wieder treffe. Ich bin nicht ihr Putzel, ganz bestimmt nicht. Aber natürlich. Warum hast du dich so lange nicht gemeldet, mein Junge? Die Alte hat eine Vollmeise. Nein, sie ist noch ein bisschen durcheinander. Sei nicht so herzlos und spiel mit. Mein Putzelchen, wo warst du denn all die Jahre? Ist ja gut, dein Putzel ist bei dir. Ach, ich freue mich so, dass ich dich wiedersehe. Ja, ich freue mich auch ganz wahnsinnig, aber ich habe das Gefühl, du hältst hier alle Leute auf. Warum hast du mich bloß dazu überredet? Ich komme mir vor wie der letzte Idiot. Sieh es doch einfach als deine gute Tat des Tages. Tja, dann will ich mal weiter. Ja, die hat ein Rad ab. Oh. Tschüss, Putzelchen. Tschüss. Das macht dann 149,76 Mark. Wie bitte? 149,76 Mark. Ihre Mutter hat gesagt, Sie zahlen. Da fragte mich doch der Botschafter tatsächlich, wie meine Beziehungen zum Außenministerium wären. Was hat er wirklich gefragt? Ja, also, unerhört. Ja. Entschuldigung, bitte Ihre Hose. Wie bitte? Ihre Hose ist offen. Wissen Sie, das ist ja im Grunde genommen. Das muss ich Ihnen sagen. Also, ich muss Ihnen wirklich ein Kompliment machen. Ihr Koch ist der Beste in der ganzen Stadt. Danke. Verzeihen Sie bitte, ein dringender Anruf für Sie, der Herr Außenminister persönlich. Ah ja. Entschuldigen Sie bitte, dringende Staatsgeschäfte. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir wieder zum Höhepunkt unserer Sendung. Annette wird auf unseren Überraschungskandidaten tippen. Der Glückliche ist diesmal ein Mann. Ich wähle die Nummer. Ich hoffe, dass er unsere Frage richtig beantwortet. Es geht immerhin um einen Jackpot von 17.000 Mark und ein Wochenende in Paris. Doch nicht jetzt, Mensch, im spannendsten Augenblick. Na, ist unser Kandidat etwa nicht zu Hause oder sieht er vielleicht unsere Sendung nicht? Großer Gott, der meint mich. Ich komme. Moment. Hallo. Ach, da sind Sie ja endlich, Herr... Schmielinski. Eduard Schmielinski. Schmielinski, ja. Hier ist das Überraschungsquiz von Telestar. Sehen Sie unsere Sendung? Ja, im Fernseher. Na, wunderbar. Passen Sie auf, Sie haben jetzt genau 60 Sekunden Zeit, um die Frage des Tages zu beantworten und der Jackpot gehört Ihnen. Sind Sie bereit? Ja, aber ich weiß gar nicht... Also aufgepasst. Die Frage kommt heute aus dem Bereich der Botanik. Wir suchen eine Blume mit 4 Buchstaben. Auf die Plätze, fertig, die Zeit läuft. Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber ich bin darauf gar nicht vorbereitet. Das ist ja der Witz, Herr Schmielinski. Schnell geraten, schnell gewonnen. Noch 50 Sekunden. Ein Buchstabe mit 4, eine Blume mit 4 Buchstaben. Genau, so schwer ist das doch nicht. Ich weiß nicht, ich habe nur Topfpflanzen. Efeu vielleicht? Falsch, noch 40 Sekunden. Tja. Na, ich will Ihnen mal ein bisschen helfen. Die Blume, um die es geht, sticht. Kaktus. Falsch. Noch 30 Sekunden. Einen Tipp kann ich Ihnen noch geben. Der erste Buchstabe ist ein R. Rhododendron. 4 Buchstaben, Herr Schmielinski. Noch 20 Sekunden und die 17.000 Mark gehören vielleicht Ihnen. Ich komme nicht drauf. Ich gebe Ihnen noch eine kleine Hilfe. Der letzte Buchstabe ist ein E. R. E. Oh. Ja, O ist auch drin. Sie sind auf dem richtigen Wege. Noch 10 Sekunden. Ruhe. Noch 7. Ich weiß es nicht. Denken Sie noch ein S. Noch 5 Sekunden. Ruhe. Noch 4 Sekunden. Was schenken Sie Ihrer Frau zum Hochzeitstag? Ich bin überhaupt nicht verheiratet. Noch 3 Sekunden. 4 Buchstaben, Herr Schmielinski. Riso. Zero. Isor. Sie duftet und sie ist rot. Eros. Heiß. Noch eine Sekunde. Rose? Ja, er hat ihn. Er hat den Jackpot gewonnen. Ich habe gewonnen. Aber er bekommt ihn nur, wenn er ihn innerhalb von 30 Minuten findet. Und nun zeigen wir Ihnen das Gebäude, in dem wir den Jackpot versteckt haben. Schauen Sie genau hin, Herr Schmielinski. Das Bild wird nur einmal kurz eingeblendet.
So, Herr Schmielinski, das war's. Ich hoffe, Sie haben das Gebäude erkannt. Nein! Und hier noch eine kleine Kostprobe aus unserer nächsten Sendung. Guten Tag, Herr Schinkel. Na, wie geht's uns heute? Gut, Herr Professor, sehr gut. Na, wunderbar. Eigentlich sollten Sie ja morgen entlassen werden, aber... Was heißt eigentlich? Die Operation ist doch gelungen, oder? Nun mal keine Panik, die Operation lief problemlos. Aber ich werde sie trotzdem noch mal aufmachen müssen. Wie bitte? Ja, ich vermisse seit der Operation meine Brille. Und ich fürchte, wir haben sie versehentlich bei Ihnen mit eingenäht. Ach so. Und ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Passen Sie auf, Herr Professor. Ich gebe Ihnen das Geld für eine neue Brille und wir vergessen die ganze Sache. Ja.